Pierre Brice hat sich in den 60er Jahren als Winnetou in der Filmgeschichte unsterblich gemacht. Im echten Leben musste sich die Western-Legende tragischerweise am 6. Juni 2015 für immer verabschieden. Wir verraten euch alles rund um seine letzten Lebensjahre sowie die Todesumstände. Pierre Brice starb 50 Jahre, nachdem er dank der Karl-May-Verfilmungen auf dem Höhepunkt seiner Schauspielkarriere angekommen war. Der Schatz im Silbersee markierte 1962 den großen Durchbruch des Franzosen im Filmgeschäft. Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten war 6 Jahre später der 11. und letzte Teil der Erfolgsreihe. Winnetou begleitete Brice jedoch noch viele weitere Jahre. So schlüpfte er 1980 für die hierzulande nicht sehr erfolgreiche Serie Mein Freund Winnetou wieder in seine Paraderolle. Gleichzeitig trat er über viele Jahre bei den Karl-May-Festspielen in Elspe im Sauerland sowie in Bad Segeberg auf. Ein letztes Mal zog sich der Franzose 1997 das Indianerkostüm für den ZDF-Zweiteiler Winnetous Rückkehr über. Damals war Brice bereits 68 Jahre alt. Die letzten Jahrzehnte seines Lebens ließ der Schauspieler, der in seiner im bayerischen Amberg geborenen Frau Hella die große Liebe fand, ruhiger angehen. In den 2000ern veröffentlichte er noch ein paar Lieder und hatte Gastauftritte in deutschen TV-Produktionen wie Rote Rosen oder Kreuzfahrt ins Glück. Ab 2010 zog sich der 81-Jährige merklich weiter zurück. Die letzten 5 Jahre seines Lebens verbrachte er mit seiner Frau nahe Paris sowie zeitweise in Garmisch-Partenkirchen. 2015 meinte er mit 86 Jahren im Spiegel-Interview noch, dass er ein Comeback auf die Bühne nicht ausschließen würde. Winnetou würde er aber nicht mehr spielen. Ein gutes Boulevardtheaterstück würde mich aber noch reizen, wenn man es mir anbietet und die Gesundheit noch mitmacht, so Brice. Auf die Frage, ob er Angst vor dem Tod habe, antwortete er, wer hat sie nicht? Verdrängen heißt in diesem Fall das Erfolgsrezept. Anfang Juni 2015 ging dann alles ganz schnell. Pierre Brice bekam hohes Fieber und wurde in ein Krankenhaus nahe Paris eingeliefert. Er litt an einer Lungenentzündung, an deren Folgen er nur wenige Stunden später, am Morgen des 6. Juni, verstarb. Die Trauerfeier fand 12 Tage später in München statt, ehe er am Tag darauf im nahegelegenen Gräfelfing bestattet wurde. Dort ist eine Schwester seiner Frau Hella beheimatet. 2 Jahre zuvor hatte er noch der Bild erklärt, dass er plane, seinen Lebensabend in Deutschland zu verbringen. Meine ewigen Jagdgründe liegen in Deutschland. Wenn ich gehe, will ich, dass meine liebe Frau bei ihrer Familie ist. Sie soll nicht alleine sein, so der Winnetou-Darsteller.